Willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Und zwar habe ich gerade gedacht, ich nehme dich auf. Das tue ich aber so. Und zwar heute ein Jahr Glowtime HD, das heißt ein Jahr mein Kanal. Und ich habe mir gedacht, als kleines Special, schauen wir uns einfach mal meine erste Folge The Vanishing of Ethan Carter an. Das Let's Play, das nie beendet worden ist. Das wird jetzt bestimmt aber noch. Und das werden wir uns jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe mir ein bisschen hier was vorbereitet, damit ich weiß, wie ich das später schneiden muss, weil ich zwischendurch schnibbeln werde und anhalten werde. Und dann muss ich auch sehen, wo ich angehalten habe. Deswegen nehme ich gerade noch mit OBS hier meinen Bildschirm auf, damit ich später sehe, wo ich die Videospur einfügen kann. So, dann schwafel ich nicht lang rum. Wir starten einfach mal. Und dann fangen wir an, glaube ich, mit der Begrüßung, weil das Spiel interessiert uns dann eigentlich auch eher weniger. Dann geht's gleich los. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Und das ist unsere Aufgabe im Spiel The Vanishing of Ethan Carter. Okay, das ist schon mal ein ganz toller Anfang. Mein Gott, wie sich das angehört hat, ohne Bass und ohne gar nichts, das ist ja... Wow. Und ich glaube, auf YouTube war es auch sehr leise. Da hatte ich auch den Ton noch nicht so eingestellt, dass er für mich in Ordnung ist und dass man ihn auf YouTube gut hören kann. Ist ja trotzdem immer noch ein bisschen... Naja, wie sagt man? Unterschiedlich pro Video, ob's von der Lautstärke her. Moment, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, da wird mal einmal unterbrochen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Lautstärke von YouTube-Videos. Das war da in dem ersten Video natürlich noch ein Problem. Auch in den folgenden war es noch ein bisschen zu leise. Aber wir schauen einfach mal weiter. Auf meinem Kanal, Glowtime HD. Mein Name ist Yannick. Nicht Yannick. Das, Okay, lassen wir das. Und ich habe mir dieses Spiel ausgesucht, das eigentlich ein super Spiel ist für diesen Kanalstart, da, wie man schon sieht, diese Hammer-Grafik am Start ist. Ich war damals schon eine Grafikhure, das ist logisch, bin ich heute immer noch, ich liebe Grafik. Wie man merkt, das ist das erste Mal, dass ich in ein Mikrofon rede und das aufnehme. Also, wie ich jetzt da gesprochen habe, spreche ich heute, glaube ich, nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Also, könnt mich mal ruhig drauf anhauen, wenn ich das immer noch mache, dann schlage ich mich selber. Okay, ich halte mal nicht alle 5 Minuten, alle 10 Sekunden an. Das ist vielleicht ein bisschen dann zu lang. Okay, red weiter. Und mich die Geschichten, also mir die Geschichte sehr gut gefällt und deswegen, ja, spielen wir hier The Vanishing of Ethan Carter. Unsere Aufgabe ist es, den jungen Mann zu finden, über den wir im Laufe des Spiels sehr viel erfahren werden. Ich habe schon die Preview gesehen, also ich... Du Cheater! Ich kenne den Anfang hier schon ein bisschen, aber... es ist, ich muss euch vielleicht sagen, dass ich etwas schreckhaft bin. Was? Du bist schreckhaft? Das glaube ich dir jetzt aber nicht. Das heißt, ich werde vielleicht mal ins Mikrofon brüllen, wenn ich mich arg erschrecke. Mikrofon brüllen? Headset-User, also ihr wisst Bescheid. Aber... Naja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir unsere Reise. Mal den Wald. Oh. Okay. Also darauf war ich vorbereitet. Wie gesagt, er ist ein richtig mieser Cheater. Wir haben hier im Wald ganz viele Fallen, die wir hier sozusagen fühlen können. Da steht jetzt, steht da fühlen, da steht ja, egal. Und das zeigt uns immer kleine Schnipsel einer anderen Realität, die wir dann später betreten können. Man
unsere Aufgabe, unsere erste Aufgabe ist es jetzt, all diese Fallen zu finden, dieses Puzzle hier zu vervollständigen. Habe ich da gerade andere Realität gehört? Bioshock? Noch etwas zum Spiel zu sagen, es ist ein Detektivspiel, wie man schon sehen kann. Wir spielen hier einen Mann mit übernatürlichen Kräften, der, wie schon gerade gesehen, diese oder bestimmte Objekte hier berühren kann. Und dann geht's mal los. Gehen wir mal hier rüber. Alter. Ich muss schon sagen, für ein Indie-Game ist das schon eine Hausnummer hier. Da können sich eine davon was abschneiden. Ja, das stimmt. Übrigens, es kam ein Remake raus. Für die Unity 4 haben sie das Spiel nochmal neu gemacht. Sieht jetzt nochmal um Längen besser aus. Vielleicht kommt da ja nochmal was. Ich weiß es nicht. Es ist echt sehr hohes Niveau von den Astronauten hier. Das ist nicht schlecht. Ah, hier sieht man schon eine Falle. Hat man vorher gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr gesund aus. Mit den Spikes hier, also... Nee, muss nicht sein. Ist auch ein bisschen fies gemacht hier mit den Spikes. Wenn die sich nämlich drehen und da nämlich reinfliegst, dann gibt's Hackfleisch. Ist nicht so geil. Also, nein. Weil du drückst dich da ja von selber rein. Also die Falle, die ist schon fies. Fies ist die. Wir schauen uns die nächsten Schnipsel an. Sage ich ja, Sprachfehler war da auch schon am Start, der ist heute noch da. Baum und eine Wiese, eine kahle Wiese. Okay. Weiter. Ich hoffe, dass alles läuft mit der Aufnahme, sonst... bin ich sehr traurig, da ich das alles nochmal machen muss. Ich glaube, das war sogar der zweite Aufnahmeversuch. Beim ersten Mal hat es nicht ganz geklappt, ich weiß gar nicht warum, also irgendwas war da. Naja. Wie gesagt, erste Aufnahme. Habt Verständnis, wenn ich etwas, wenn ich nicht so sprachgewaltig bin. Da habe ich kein Verständnis für. Also, heute rede ich ja schon wie ein Wasserfall, aber früher halt eher nicht so. Obwohl heute eigentlich auch nicht so viel, aber es reicht schon, um euch auf den Sack zu gehen, sagen wir so. Aber ich versuche so viel zu erzählen, wie ich kann. Und wir haben schon wieder einen Schnipsel gefunden. Wo geht's denn hier hin? In der Aussicht. Können wir hier hin? Oh ja. Ah, schön. Dieses schön, das wir denn noch öfters hören. Weil überall, wo es schön ist, stelle ich mich erstmal 5 Minuten hin und gucke einfach nur. Daraus besteht das Let's Play. Ich stelle mich eigentlich bloß nach jedem Meter irgendwo hin und schaue irgendwo hin, wo es schön ist. Das ist das Let's Play. Willkommen auf meinem Kanal. Nee, Spaß. Also... Wenn das so weitergeht mit der Grafik, dann glaube ich. Dann glaubst du eher, dass die Grafikkarte das nicht packt, weil früher habe ich noch eine alte Grafikkarte gehabt, eine 650. Die hat das Spiel nicht so gut gepackt. Also meine heutige, die würde das gut packen. Das heißt, ja, wie gesagt, da könnte vielleicht noch etwas kommen. Das, hier noch ein bisschen aufrüsten muss mit meinem Equipment. Uiuiui. Okay, die habe ich ganz nicht. Die habe ich ganz übersehen hier. Ja. Sehr, sehr versteckt. Und der nächste Schnipsel. Ich will das Schnipsel sagen. Ist auch schade, dass die Fallen irgendwie schon so präpariert sind, dass sie vorher zugehen.
Ich wäre da schon mal gern reingelaufen. Ja, natürlich fehlt das der Mittelteil. Aber ich denke, jetzt fehlt uns noch eins. Dann geht es weiter. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Doch, hier können wir durch, aber das Spiel sagt, wir sollen hier lang. Also gehen wir hier lang, der Sonne entgegen. Ach, schön, wie das mit dem Laub gemacht ist. Ja, das Laub, hui, toll. Also, echt cool. Ach, wie schön ist das denn hier? Soll ich eigentlich einen Schön-Counter einblenden? Ich weiß gar nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht, weil der wird ja explodieren. Ach ja. Meine Güte. Also, wundert euch nicht, wenn ich hier ein Weilchen vielleicht bleiben möchte, weil das ist echt schön. Das habe ich echt noch nicht gesehen. Siehst du, sag ich doch. Der steht auch mal 5 Minuten an einer Stelle rum und dann macht er einfach nichts. Voll der Idiot. Das sieht echt wunderherrlich aus. Ja, das hattest du gerade eben schon erwähnt. Na, hier kommen wir jetzt auf die Brücke. Oder will ich da schon rauf? Ich will ja gucken, ich will nur gucken, ich will nicht rauf. Wir gehen erstmal da lang. Na, ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das mit dem Mikrofon so in Ordnung ist, ob ich zu leise bin oder zu laut. Also so laut bist du nicht, so leise vielleicht. Und vielleicht ein bisschen mehr Bass, das wäre ganz geil. Ich sehe es ja im Ausschlägen, ist sehr un... Also sehr... Ja, mal schauen, was ich da später machen kann. Ja, du hast nichts gemacht, sieht nämlich richtig scheiße aus. Also, naja, tonmäßig sieht das scheiße aus, nicht das Spiel. Ich muss ich halt nochmal alles neu machen, aber ich denke, man lernt aus seinen Fehlern. Das ist ein guter Satz. Das ist die erste Aufnahme. Das heißt, köpft mich nicht. Schön. Schön. Irgendwas, uns fehlt aber noch was. Es fehlt noch was. Ich habe etwas übersehen. Da ist die andere Falle. Da ist die andere Falle. Und wir sehen den letzten Schnips. Ah, wir sind wieder hier. Oha, was ist hier passiert? Na, siehst du doch. Massaker. Oder woher sollen die ganzen Schädel herkommen, du? Ah, hier kann man zoomen, stimmt. Totenschädel. Überall Totenschädel. Skelette. Was ist hier passiert? Diese... Na, guck doch einfach mal da links, da. Da ist doch was, guck doch mal da. Überall da, wo die Skelette und Totenschädel liegen. Es ist grau. Steinig. Da können wir lesen. So, jetzt Achtung, jetzt kommen meine ganz tollen Lesekünste, da bin ich seit Jahren stolz drauf. Dann lesen wir mal. Ah, wir können drehen, zoomen und den Text. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Also ich war nach dem Text ein bisschen ratlos, weil ich nicht wusste genau, was ich jetzt damit anfangen sollte.
Aber mal gucken, was ich jetzt so noch erzählen werde. Ja, bedeutet bei mir, ich kapiere gar nichts. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Und wir sind wieder in der Gegenwart. Wir haben einen Zettel. Wir haben hier eine Rückseite. Ah, hier ist das brennende Dorf. Das ist kein Dorf, es ist ein Haus, du Eumel. Der Wald. Schön. Echt toll gemacht. Gibt's hier irgendwas für mich? Nein. Okay. Kann ich das mitnehmen? Zurücklegen, Text zoom drehen. Nein. Okay. Ah, eine Feuerstelle. Die war vorher aber noch nicht da. Sind wir jetzt doch in einer anderen Realität? Ich weiß es nicht. Das weiß ich sogar selber nicht. Verwirrt mich jetzt auch gerade, warum die Feuerstelle da war. War die vorher schon da? Ich glaube nicht, ne? Wir werden es herausfinden. One dead in house fire. Okay, dann lesen wir mal weiter. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Urmu. Das hat mich übrigens richtig angekreuzt, dass da so ein riesiger Text stand. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt. Der Rettungsdienst von Massonville war am Unfallort in Bereitschaft. Okay, wow, voll aussagekräftig. Hey. Halt, auf der Rückseite war doch auch noch was. Lesen. Nein, hä? Ach so, da kann man zweimal drücken. Ah, okay. Och Menno, noch so ein rieser Text. Hey, Mann. Nach hitziger öffentlicher Anhörung noch keine Antworten für Vandegrift Erben. Die Nachwirkungen zerstörten beinahe Vandegrift Industrial. Industrial. Genau, Industrial. Englisch, junger Mann. Englisch. Und schadeten der lokalen Wirtschaft schwer. Okay, kriegen wir sozusagen ein bisschen Geschichte mit? Oh, nö, nicht Geschichte, ist doch langweilig. Mehr Spiel! Anscheinend gibt's hier einen familiären Streit, so wie ich das jetzt gerade hier mitgekriegt habe. Das hast du sehr gut beobachtet. Respekt. Ich kann mich aber auch irren. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Die Tageszeit hat sich auch etwas verändert. Denke ich. Hast du richtig beobachtet? Schauen wir mal weiter. Da würde ich jetzt gern wirklich stehen. Tja, nix da. Hock's lieber vorm PC, ne? Guck mal aus dem Fenster. Hier einen schönen Stuhl hinstellen. Vielleicht nicht gerade hierhin, aber diese schöne Aussicht genießen. Ja, ich würde auch einen Stuhl auf diese kaputte Brücke stellen mit dem ganzen Bauschutt und den ganzen Sachen hier. Kein Problem. Vor allem die Stromleitung nervt auch kein bisschen. Schön. Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary.
Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Der Typ ist auch ein bisschen eingebildet. Er hat zumindest gesagt, es wird sein letzter sein. Warum wird es sein letzter sein? Die Brücke scheint mir nicht mehr die neueste zu sein. Was? Die Brücke? Nicht neu? Wow, richtiger Sherlock. Ich hoffe, da bricht jetzt nichts ein. Man hört sie knarren. Sehen. Ja, wie lange nehme ich denn schon auf? Ich schau mal kurz. Ah, gleich 20 Minuten. Ich denke, mache ich mal einen Halt. Ich gehe mal noch vor zur Lok. Ich habe da gerade so mich schwer bewegen müssen, weil mein Bildschirm hier, also mein zweiter Bildschirm an der Wand neben mir hängt, einen Meter weiter. Da muss ich gerade ein bisschen näher rangehen, damit ich das sehe. Also auf der Zeit, das ist heute immer noch so. Deswegen bin ich da manchmal, wenn ich da nach der Zeit gucke, siehst du, Sprachfehler ist heute noch da, bin ich da mal kurz weiters weg und deswegen dauert das ein bisschen länger. So, weiter geht's. Da war ich beim einen Cut machen, um zu schauen, ob alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ist echt, echt wunderschön hier. Ein Staudamm. Und hier ein Lok. Die Musik. Spannender. Bis zur nächsten Folge. Und da ist das Outro. Tja, das war also die erste Folge von The Vanishing of Ethan Carter und auch die erste Folge auf meinem Kanal. War doch ganz anständig, würde ich mal sagen. Bisschen schüchtern, ein bisschen unbeholfen, aber es ging eigentlich. Hab mich da auch gut drauf vorbereitet, ich hatte schon öfters mal aufgenommen. Naja. Auf jeden Fall Outros habe ich da auch schon gemacht. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, das zu machen. Heute mache ich das da nicht mehr, dass da Playlist steht oder so, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist, wenn jeden Tag ein Video kommt und du diese, diese Click-Events in den YouTube-Videos da einfügen musst. Das war schon viel Arbeit. Und ich merke gerade, dass das Outro kaum übersteuert. Toll, toll. Naja, der Schluss hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, hier mit dem Ausblenden und mit dem Logo. Fand ich gut. Und das war's also. 18 Minuten, 19 Minuten für die erste Folge. Ist, glaube ich, ein bisschen viel gewesen, weil wer guckt sich das jetzt an? Das ist die Frage. Und die Frage ist, ob sich das hier überhaupt jemand anguckt, weil ich habe hier Rohaufnahme 27 Minuten, also von der Tonspur ist es ein bisschen viel, muss ich ein bisschen was rauscutten, weil, naja, wie gesagt, das guckt sich sonst keiner an. Also dann, sehen wir uns wieder regulär, morgen bei Bioshock Infinite, würde ich sagen. Heute gab es ja auch schon eine Folge, das ist jetzt Zusatz hier, einfach, weil wir ein bisschen, oder weil ich ein bisschen den Tag feiern wollte mit dieser Folge hier. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Abend, morgen Mittag, wann auch immer ihr das schaut. Und ich verabschiede mich. Bis morgen. Ciao.